Wie RTV berichtete, war es am Montagmorgen in der vorderen Rehmerstraße in Eibenstock zum Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses gekommen. Dabei wurden drei Hausbewohner leicht verletzt. Am Mittwoch kam nun ein Brandursachenermittler vor Ort zum Einsatz. Nach dessen derzeitigen Erkenntnissen kann noch keine abschließende Aussage zur Brandursache getroffen werden. Weder eine technische Ursache noch eine Brandstiftung werden gegenwärtig ausgeschlossen. Es wird weiter ermittelt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang ebenfalls noch nicht vor. Die Stadtverwaltung Eibenstock hat für die betroffenen Familien der Hausbrände in Sosa und Eibenstock ein Spendenkonto eingerichtet. Wer sich beteiligen möchte, findet die Bankverbindung und Hinweise dafür auf der Homepage der Stadt Eibenstock unter www.eibenstock.de.